am Rodelsport reizt mich die Geschwindigkeit und wirklich so mit null Schutz einfach sich selbst ausgesetzt zu sein. Ja, mit so wenig ringsrum da den Eiskanal runter zu sausen. Hi, ich bin die Julia Taubitz. Ich bin dreifache Weltmeisterin und Gesamtweltcup-Siegerin im Rennrodeln und ich studiere hier am IST. Mit 7 Jahren habe ich das Rennrodeln begonnen und wusste damals noch nicht so richtig, ob ich jetzt Leistungssportlerin werden möchte oder nicht. Aber relativ schnell wurde der Traum von den Olympischen Spielen in meinem Kopf festgesetzt. Und ich glaube, seitdem an wusste ich, okay, ich gebe da alles, es macht mir Spaß. Also wollte ich Leistungssportlerin werden. Ich habe mich dafür entschieden, während meiner Karriere zu studieren, da ich nur einen Realschulabschluss hatte und schon noch einige berufliche Ziele habe. Und habe dann eine Möglichkeit gesucht, wirklich auf den Stand zu kommen, dass ich für ein Studium berechtigt bin. Und habe zuerst die Sportmanagement-Weiterbildung gemacht und mache jetzt den Sportfachwirt, um dann mit dem Fachwirt studieren zu dürfen. Die Verbindung zwischen Leistungssport und Studium ist schon relativ schwierig. Also man muss beides wirklich wollen. Für mich liegt der Fokus im Sommer schon viel mit auf dem Studium. Aber nebenbei muss ich halt irgendwo auch meine Athletik immer weiter voranbringen. Das heißt, Wintersportler werden eigentlich im Sommer gemacht. Aber dafür ist es so, dass ich im Winter wirklich den Fokus auf den Sport lege, da das Studium ein bisschen hinten ran stelle und dann wirklich nur an Tagen, wo nicht viel los ist oder auch an Reisetagen, dann meine Bücher mitnehme, mich ein bisschen weiterbilde. Und somit ist es ja perfekt kompatibel mit Leistungssport und Studium.